Hallo, hallo, hallo. In Mathematik verstehen und üben 232 geht es um die Multiplikation von Brüchen mit Brüchen. Was soll man unter den folgenden Produkten verstehen? Ein Drittel mal 5/7 oder 2/3 mal 5/7? Das werden wir in der Form 1/3 mal 5/7 bedeutet der dritte Teil von 5/7. Oder 2/3 von 5/7 bedeutet dann der dritte Teil von 5/7 und das mal 2. Hier mal einige Beispiele. Hier ist das Gewicht in Kilogramm eingetragen, hier die Kuchenmenge. Und hier die Veranschaulichung der Kuchenmenge. Stell dir vor, du kaufst 1 Kilogramm Kuchen. Wenn du jetzt 1 Kilogramm Kuchen auf die Waage legst, dass die Waage 1 Kilogramm anzeigt, ergibt sich eine Kuchenmenge von 6/7. Die wird hier anschaulich dargestellt. Der Kuchen wird in 7 Teile unterteilt und du nimmst 7 davon. Welche Kuchenmenge bekommst du, wenn du dann statt 1 Kilogramm Kuchen 3 Kilogramm Kuchen kaufen würdest? Ich würde auch empfehlen, Zettel und Stift zur Hilfe zu nehmen. Das heißt, wenn du statt 1 Kilogramm Kuchen 3 Kilogramm Kuchen kaufst, bekommst du dreifache Kuchenmenge. Das heißt, bekommst 3 mal 6/7. Das haben wir auch in dem vorherigen Video schon gesehen. Was ist 3 mal 6/7? Das ist nichts anderes als 18/7. 3 mal 6 ergibt 18 geteilt durch 7. Das heißt, du hast einfach dann den Zähler mit 3 multipliziert. Mal 6/7 ist die dreifache Menge von 6/7, ergibt dann 18/7. Und das wird hier grafisch dargestellt. 18/7 ist die dreifache, das heißt, die Blaufläche ist jetzt dreimal so groß wie diese Oberblaufläche. Wie sieht das nun aus, wenn du nun 1/2 Kilogramm Kuchen kaufen möchtest? Das heißt, die Hälfte von 6/7. Was ist die Hälfte von 6/7? Ja, das ist einfach dann 3/7. Wenn hier statt 6 Stücke Kuchen nur halb so viele haben möchtest, hast du statt 6 Stücke nur 3 Stücke, also 3/7. Das heißt, die Hälfte von 6/7, 6/7 ist hier oben dargestellt. Das heißt, du hast dann hier oben 6 Stücke Kuchen. Und wenn du statt 1 Kilogramm nur 1/2 Kilogramm kaufst, bekommst du nur die Hälfte. Hälfte von 6 Stücken Kuchen, wenn in diesem Fall dann 3 Stücke Kuchen und das wird dann hier dargestellt. Das ist 3/7 gleich 1/2 mal 6/7. Wie sieht das dann bei 3/2 aus? 3/2 ist dann wieder die dreifache Menge von 3/7. Das heißt, du könntest jetzt einfach rechnen, 3 mal 3/7 und das ist 3 mal 3 ergibt 9/7. Das wird hier auch dargestellt. 9/7 bedeutet, du hast ein Ganzes sind ja 7/7 und dann bleiben noch 2/7 übrig. Das heißt, 9/7 kannst du auch ein Ganzes plus 2/7
vorstellen. Das wäre dann die Kuchenmenge, die du erhältst. Und vielleicht fällt dir auch später dann noch irgendwas auf, wenn du beispielsweise jetzt 3/2 mal 6/7 ausrechnest. Das ist jetzt so, wenn du jetzt Zähler mit Zähler multiplizierst, dann würdest du jetzt 3 mal 6 gleich 18 bekommen. Und wenn du Nenner mit Nenner multiplizierst, 2 mal 7 ergibt 14. Und für 18 geteilt durch 14 kannst du auch, weil Zähler und Nenner durch 2 teilbar sind, 9 geteilt durch 7 rechnen. 9 geteilt durch 7 ist gerade dieses Ergebnis. Das heißt, wenn du jetzt die beiden Zähler miteinander multiplizierst und die beiden Nenner miteinander multiplizierst, bekommst du das gleiche Ergebnis, 9 Siebtel. Klick mal auf Neue Aufgabe. Wie sieht das jetzt hier aus? Hier wird die Kuchen. Du möchtest, wenn du 1 Kilogramm Kuchen kaufst, bekommst du ein Neuntel einer gesamten Torte. Dieser Bruchteil, ein Neuntel, wird hier in Blau dargestellt. Das sieht ein Neuntel aus. Kuchen wird in 9 Teile geteilt und du nimmst einen davon. Was würdest du bekommen, wenn du jetzt statt 1 Kilogramm Kuchen 3 Kilogramm Kuchen kaufen möchtest? Dann bekommst du die dreifache Kuchenmenge. Das heißt, du bekommst 3 mal 1 Neuntel. Das ist nichts anderes als 3 Neuntel. Und das kannst du noch kürzen. Und das ist gekürzt ein Drittel. Das heißt, wenn du statt 1 Kilogramm 3 Kilogramm kaufst, bekommst du die dreifache Menge, also 3 mal 1 Neuntel. Das ergibt dann ausgerechnet erstmal 3 Neuntel und dann kannst du noch mit 3 kürzen und bekommst ein Drittel in gekürzter Form. Das heißt, diese blau dargestellte Fläche ist jetzt dreimal so groß wie die hier oben. Du bekommst, wenn du statt 1 Kilogramm 3 Kilogramm kaufst, auch die dreifache Menge. Also dreimal so große Fläche. Wie würde das aussehen, wenn du sagst, ich möchte nur 1/2 Kilogramm Kuchen kaufen? Dann bekommst du nur die Hälfte von 1/9. Ja, was ist die Hälfte von 1/9? Die Idee ist, du kannst ja jetzt zum Beispiel auch sagen, du kannst dein Buch 1/9 mit 2 erweitern. Das heißt, mit 2 erweitern bedeutet Zähler und Nenner mit 2 multiplizieren. Das heißt, du kannst statt 1/9 auch 2/18 schreiben. Und was ist die Hälfte von 2/18? Die Hälfte von 2/18 ist 1/18. Das heißt, 1/2 mal 1/9 ergibt 1/18. Hier erkennst du vielleicht auch schon wieder, wie du diese beiden Brüche multiplizierst. 1 mal 1 ergibt 1 und 2 mal 9 ergibt 18. Das heißt, wenn du Zähler multiplizierst und die Nenner multiplizierst, erhältst du 1/18. Wie sieht das dann bei 5/2 aus? 5/2 ist das die fünffache Menge von 1/2. Also müsstest du, wenn du jetzt statt 1/2 Kilo kaufst, 5/2 Kilo kaufst, dann musst du im Grunde genommen jetzt diesen Bruch 1/18 mit 5 multiplizieren. Das heißt, du kannst im Grunde genommen auch jetzt 1/18 mal 5 rechnen
Und das ergibt dann 5 Achtzehntel. Heißt, wenn du ein halbes Kilogramm kaust, bekommst du ein Achtzehntel einer gesamten Torte. Und wenn du jetzt statt ein halbes Kilogramm die fünffache Menge kaufst, nämlich 5 halbe, bekommst du 5 mal ein Achtzehntel, also 5 Achtzehntel. Das wird hier dargestellt. Und auch hier erkennst du, wenn du jetzt 5 halbe mal ein Neuntel ausrechnest, dass du dann 5 mal 1 ergibt 5 und 2 mal 9 ergibt 18. Das heißt dann, es deutet schon darauf hin, dass man zwei Brüche multipliziert, indem man die Zähler multipliziert und den Nenner multipliziert. Ich klicke jetzt einfach mal auf Neue Aufgabentyp, dann bekommen wir auch mal eine andere Variante. Hier wird jetzt die Zeit in Minuten, der zurückgelegte Weg in Kilometer und der veranschaulichende Wegstrecke in Kilometer. Nach einer Minute hast du 2/3 Kilometer zurückgelegt. Das bedeutet hier, du kannst den Kilometer so in 3 Teile unterteilen und 2 davon nimmst du. Das heißt, das ist schwarz dargestellt, ist der zurückgelegte Weg nach einer Minute. Wie groß ist dann der zurückgelegte Weg nach 2 Minuten? Er ist doppelt so groß. Das heißt, du musst jetzt rechnen, 2 mal 2/3. Und das ergibt 2 mal 2 ergibt 4, geteilt durch 3. Das Ergebnis ist 4/3. 2 mal 2/3 ergibt 4/3. Das heißt, wenn du ein Bruch mit einer natürlichen Zahl multiplizierst, das hatten wir auch im vorhergehenden Video gesehen, einfach den Zähler mit dieser Zahl multiplizieren. 2 mal das Doppelte von 2/3 ergibt 4/3, 2 mal 2 gleich 4. Und das wird hier im Grunde genommen auch grafisch dargestellt. Das heißt, 2/3 ist ja diese Strecke hier. Und wenn du das Doppelte nimmst, hast du diese Strecke plus diese Strecke. Und diese Strecke ist genauso lang wie die Strecke hier unten. Und dann siehst du, das ist 1/3, 2/3, 3/3. 4/3. Das heißt, diese Strecken sind gleich lang. Dann siehst du auch nochmal anschaulich, dass das Doppelte von 2/3 4/3 ergibt. Wie sieht das jetzt aus, wenn du ein Sechstel hast? Das heißt, dann suchst du den sechsten Teil von 2/3. Das heißt, ein Sechstel mal 2/3 als Rechenausdruck. Und was ist der sechste Teil von 2/3? Die Idee ist jetzt, dass du 2/3 auch erweitern kannst, dass du zum Beispiel auch als Nenner Neuntel nehmen könntest, indem du einfach mit 3 erweiterst. Mal 3 ergibt 6 und 3 mal 3 ergibt 9. Jetzt ist es relativ einfach. Was ist der sechste Teil von 6 Neuntel? Das heißt, du hast 6 Neuntel und du möchtest von 6 Neuntel nur den sechsten Teil nehmen. Und das ist dann 1 Neuntel. Der sechste Teil von 6 Neuntel ergibt 1 Neuntel. Oder als Rechenausdruck war das hier jetzt ein Sechstel mal 2/3, was wir ausgerechnet haben. Und hier siehst du auch wieder die Regel, dass wenn du jetzt Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multiplizierst, ergibt
Das einmal 2 ergibt 2 und 3 mal 6 ergibt 18. Und für 2 geteilt durch 18 kannst du jetzt Zählordner durch 2 teilen, hältst du gerade ein Neunten. Das heißt, wenn du Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner rechnest, ergibt das dann 2,18 oder gekürzt 1,9. Und wie sieht das jetzt bei der Menge 2 Sechstel aus? 2 Sechstel ist das Doppelte der Menge, die Doppelte der Strecke, die du nach 1 Sechstel zurücklegst. Das heißt, wenn du nach 1 Sechstel Minuten ein Neuntel Kilometer zurücklegst, dann hast du nach der doppelten Zeit 2 Sechstel zweimal ein Neuntel zurückgelegt. Und zweimal ein Neuntel ist in diesem Fall nichts anderes als 2 Neuntel. Und hier nochmal. So als hochgeschrieben, 2 Sechstel mal 2 Drittel. Wenn du jetzt auch so rechnest, Zähler mal Zähler, also 2 mal 2, erhältst du 4 und 3 mal 6 ergibt 18. Und das kannst du jetzt noch mit 2 kürzen, indem du 4 geteilt durch 2 ist 2 und 18 geteilt durch 2 ist 9. Das heißt, auch hier bestätigt sich wieder die Regel für die Multiplikation. Das heißt, wenn du Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner rechnest, erhältst du 2 Neunten. Na nix. Das heißt, wir fassen das nochmal zusammen. Wie werden zwei Brüche multipliziert? Heißt, man gehen wir uns nochmal auf das Beispiel ein. Man möchte zum Beispiel Aufgabenbrüchen in gleicher Weise bearbeiten können wie entsprechende Aufgaben mit natürlichen Zahlen. Ergebnisse, die man bei der Arbeit mit natürlichen Zahlen durch Multiplikation erhält, möchte man auch beim Arbeiten mit Brüchen durch Multiplikation erhalten. Das heißt, hier ist die Menge reiner Alkohol, hier ist das Gewicht und hier die Sprechweise und der Rechenausdruck. 1 Liter Alkohol wiegen 4/5 Kilogramm. Welches Gewicht ergibt sich dann bei 3 Litern Alkohol? Bei 3 Litern Alkohol ergibt sich dann das Dreifache des Gewichts. Also 3 mal 4/5 und 3 mal 4/5 ist einfach 3 mal 4 gleich 12 geteilt durch 5. Das heißt, das Dreifache von 4/5 Kilogramm. Oder als Rechenausdruck 3 mal 4/5 Kilogramm. Und 3 mal 4/5 ist dann ausgerechnet 12/5. Wenn du jetzt statt 1 Liter nur 1/3 Liter Alkohol nimmst, wie viel wiegt dann 1/3 Liter Alkohol? 1/3 Liter Alkohol ist dann nur der dritte Teil von 1 Liter. Und der dritte Teil von 4/5 ist 1/3 mal 4/5. Und das ist dann ausgerechnet. 1 mal 4 ist 4 und 3 mal 5 ergibt 15, also 4/15 Kilogramm. Und wenn du dann statt 1/3 2/3 nimmst, bekommst du das doppelte Gewicht von diesem Wert. Wenn 1/3 reiner Alkohol 4/15 Kilo wiegen, dann wiegen 2/3 doppelt so viel. Und das Zweifache des dritten Teiles von 4/15 ergeben dann 8/15. Und als Rechenausdruck 2 mal 4/15 gleich 8/15. Beziehungsweise, wenn du jetzt als Rechenausdruck 2/3 mal 4/5 rechnest, kannst du auch sagen, rechnest dann Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. 2 mal
4 ergibt 8 und 3 mal 5 ergibt 15, also kommst du auch zum gleichen Ergebnis. Man legt also Multiplikation im Beispiel gerade so fest, dass sich das gesuchte Gewicht jeweils durch eine Multiplikation ergibt. Verallgemeinert kann man sagen, wenn du den Bruch NML mit ABL multiplizierst, bedeutet das das n-fache des m-ten Teils von AB oder n mal a geteilt durch m mal b und das Ganze in Form n mal a durch m mal b schreiben. Das liefert die Multiplikationsregel. Zwei Brüche werden miteinander multipliziert, indem man die Zähler und den Nenner miteinander multipliziert. Die Regel lautet in Variablenschreibweise NNL mal ABL gleich N mal A durch M mal B. Das heißt, du rechnest Zähler mal Zähler, also N mal A, und Nenner mal Nenner ist M mal B. Und das wird jetzt hier in der nächsten Übung einfach so ganz formal nochmal geübt. Und da ist es dann hilfreich, gegebenenfalls auch bevor du multiplizierst, die Brüche dann gegebenenfalls, wenn die in gemischter Schreibweise sind, als reine Brüche darzustellen und zu kürzen. Das heißt, in diesem Beispiel sollen 15 Neunzehntel multipliziert werden mit 1 Viertel. 1 Viertel bedeutet nichts anderes als ein Ganzes plus ein Viertel. Und ein Ganzes ist nichts anderes als 4 Viertel. Plus ein Viertel und das ergibt dann 5 Viertel. Das heißt, wenn du den Bruch ein Viertel als reinen Bruch schreibst, kannst du dafür auch 5 Viertel schreiben. Brüche werden jetzt multipliziert, nehmen Zähler mal Zähler, also 15 mal 5 und Nenner mal Nenner, also 19 mal 4 rechts. Und das kannst du jetzt weiter ausrechnen. Was ergibt 5 mal 15? Das kannst du auch so schrittweise machen. Das heißt, im Zähler steht, der Zähler ergibt 5 mal 15. Gleich, dafür kannst du auch 5 mal 10 sind 50 plus 5 mal 5 gleich 25. Oder zusammengefasst 75. Das heißt, im Zähler erhältst du eine 75. Und was musst du im Nenner schreiben? Im Nenner steht dann 4 mal 19. Dafür kannst du ja auch dann 4 mal, und für 19 kannst du auch dir 20 minus 1 denken. Und das ist dann nichts anderes als 4 mal 20 oder 80 minus 4 mal 1 ergibt 4. Und das ergibt zusammengefasst dann 76. Klick mal auf Neue Aufgabe. Wie sieht das jetzt in diesem Fall aus? Das heißt, du hast wieder den gemischten Bruch, zwei Ganze plus 5 Sechstel. Das kannst du erstmal als Reihenbruch schreiben. Das heißt, für zwei Ganze kannst du dir 12 Sechstel vorstellen. Ein Ganzes sind ja 6 Sechstel und zwei Ganze sind dann 12 Sechstel plus 5 Sechstel ergibt dann 17 Sechstel. Also schreibe ich für den ersten Bruch 17 Sechstel. Und den sollen wir mit 2 Neunteln multiplizieren. Das heißt, Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner bedeutet also im Zähler mal 2 und im Nenner mal 9. Jetzt kannst du das natürlich auch direkt ausrechnen und später kürzen, aber kannst auch direkt kürzen. Du kannst zum Beispiel sagen, für 6
kannst du auch 2 mal 3 schreiben. Und dann kannst du diese, hier steht dann mal 2 und hier steht durch 2. Das heißt, du kannst die 2 dann kürzen. Und dann bleibt im Zähler nur noch der 17 übrig. Und in den Nenner steht 3 mal 9 oder 9 mal 3. Und das ergibt 27. Weitere Aufgabe. Wie sieht das aus? Jetzt sollst du, das ist so ein bisschen einfacher, sollst den Bruch 11 Vierzehntel mit 1/2 multiplizieren. So. Zähler mal 1, Nenner mal 2. Das mal 1 hätte ich mir auch schenken können, weil 11 mal 1, das kann ich auch weglassen. Und das kann ich dann ausrechnen. Im Zähler steht dann am 11 und im Nenner steht 2 mal 14 gleich 28. Das war ein relativ einfaches Beispiel. Wie sieht es jetzt bei ein Drittel mal 5 Neunzehntel aus? Dann kannst du erstmal für ein Drittel, das ist ja ein Ganzes plus ein Drittel, als Reihenbruch erstmal dann ein Ganzes sind ja 3 Drittel und 3 Drittel plus ein Drittel ergibt 4 Drittel. Das heißt, du schreibst als erstes diesen Gemischtbruch als Reihenbruch in der Form 4 Drittel. Und wenn du diesen dann mit 15, mit 5 Neunzehnteln multiplizierst, musst du rechnen, Zähler mal 5 und den Nenner mal 19. Das kannst du jetzt weiter ausrechnen. 4 mal 5 ergibt 20 und 3 mal 19. Und da kannst du zum Beispiel auch wieder 3 mal 20 minus 3, also 60 minus 3 ergibt 57. Hier haben wir jetzt wieder ein besonders einfaches Beispiel. Wenn du 7 Achtel mal ein Viertel rechnen sollst, Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. 7 mal 1 ergibt 7. Und, oder kann ich, und 4 mal 8 ergibt 32. Heißt, das kann ich direkt im Kopf auch ausrechnen. Und hier sieht das dann vielleicht erstmal wieder ein bisschen komplizierter aus. Das heißt, für 1, 2 Fünftel heißt das ein Ganzes plus 2 Fünftel. Ein Ganzes sind 5 geteilt durch 5. Und wenn du dann zu den 5 Fünftel 2 dazu nimmst, hast du 7 Fünftel. Und ein Vierzehntel ist ein Ganzes. Plus ein Vierzehntel. Für ein Ganzes kannst du ja 14 geteilt durch 14 schreiben. 14 durch 14 plus 1 durch 14 sind insgesamt 15 geteilt durch 14. Das heißt, du hast in diesem Fall musst du ausrechnen 7 Fünftel mal 15 Vierzehntel. Zähler mal Zähler ist 7. Im Zähler steht dann 7 mal 15 und im Nenner steht 5 mal 14. Und hier ist es auch wiederum geschickt, vorm Ausrechnen zu kürzen. Die 14 kannst du nämlich in der Form 2 mal 7 schreiben. Und wenn hier jetzt 7 geteilt durch 7 steht, fällt dir 7 schon mal ganz weg. Das ist schon mal nett. Und jetzt kannst du für die 15 auch 3 mal 5 schreiben. Und dann steht hier 5 geteilt durch 5, dann fällt die 5 weg. Und es bleiben 3 halbe übrig.
Weil 3 halbe jetzt größer ist als 1, kannst du ja auch für 3 halbe ein Ganzes. Ein Ganzes sind ja 2 halbe, 2. Und da bleibt noch ein halb übrig. Das heißt, für 3 halbe kannst du auch ein Ganzes plus ein halb. Weil ein Ganzes sind ja 2 geteilt durch 2 und 2 durch 2 halbe plus 1 halb war 3 halbe. Auch hier würde ich dir empfehlen, einfach selber einige Aufgaben zu rechnen und je mehr Übung du hast, desto besser kommst du in der Multiplikation zurecht.